Flut und Hochwasser sind Folgen schwerer Unwetter. Straßen und Häuser werden überschwemmt und viele Betroffene verlieren ihr Hab und Gut. Viele Menschen möchten vor Ort ihre Hilfe anbieten. Jedoch ist spontan hinfahren und helfen nicht immer eine gute Idee. Meist werden nur ausgebildete Hilfskräfte eingesetzt, um zu verhindern, dass sich noch mehr Menschen in Gefahr begeben. Zudem sind viele Straßen gesperrt und unkoordinierte Fahrten sind eher ein Hindernis als eine Hilfe. Wie ihr trotzdem helfen könnt, erklären wir euch hier. Erstens, schließt euch HelferInnenorganisationen an und checkt, ob eine Hotline für SpontanhelferInnen eingerichtet wurde. Zweitens, nutzt vor Ort Shuttle-Services anstatt das eigene Auto, um keine Wege zu versperren. Und drittens, checkt, ob ihr richtig vorbereitet seid. Seid ihr körperlich und mental fit? Habt ihr eine aufgefrischte Tetanusimpfung, angemessene Kleidung, genug Essen und Trinken? Wenn ihr nicht vor Ort helfen könnt, könnt ihr durch Geld oder Sachspenden eure Hilfe anbieten. Informiert euch dafür, ob und was gebraucht wird und wo zentrale Annahmestellen eingerichtet sind.